Der Stecknitz Astro mit dem Sternenhimmel am 5. Dezember 2020. Wir schauen mal, was da so alles los ist und welche guten Superklasse-Astroobjekte uns diese Nacht erwarten und welche jetzt gerade zu sehen sind. Wir schauen jetzt uns mal erstmal wieder das Albireo-Programm an und erkundigen uns erstmal über die neuesten Beobachtungsempfehlungen. Und es gibt auch schon eine besondere Sache, die sich jetzt ankündigt. Und ihr solltet dann schon mal eure Augen spitzen, beziehungsweise vielleicht eure Fotoapparate bereithalten für Serienaufnahmen. Ungefähr 2 Sekunden Belichtung. Warum, wieso, weshalb? Das erfahrt ihr gleich. So, ja. Erstmal herzlich willkommen auf meinem Stream auf Twitch TV und hier ist Stecknitz Astro und wir beschäftigen uns eigentlich jeden Tag mit dem Sternenhimmel. Das Ding wandert ja um uns herum und es ist quasi jeden Tag kommt was Neues im Osten hoch und was Altes geht im Westen unter. Ein stetiger Wandel sozusagen und es sind wirklich eine Menge interessante Objekte wieder zu sehen. Für sowohl Profis als auch für Anfänger ist auch jetzt wieder quasi die Himmelsshow geöffnet. Wenn ihr Glück habt und dort draußen haben wir klares Wetter. Ja, wir haben bei uns momentan, glaube ich, im Norddeutschland etwas gehandicaptes Wetter. Ich werde mal kurz mal auf Wetter Online mal reinschauen. Was ist da, wie die Vorhersagen eigentlich bei euch aus sich darstellen? Jo, also ja, es sind in Norddeutschland Wolkenfelder unterwegs, eher so hochnebelartige Sachen. Und aus Süden robbt so langsam eine Regenfront heran. Ja, oh, südlich von Hannover scheint es schon anfangen zu schneien. Das wird interessant. Also momentan haben wir in weiten Teilen Deutschlands eher eingeschränkte Sicht. Aber es gibt auch Flächen und da lohnt sich natürlich der Blick. Ja, das ist ja so Richtung Bremen vielleicht oder ja an der Oder Neiße haben wir auch noch schönes klaren Himmel und auch östlich von München. Da scheint es auch noch gut zu sein. Ja, und in Westdeutschland scheint es auch noch sich aufzulockern jetzt. Ja, zwischen zwei Tiefs sozusagen. Aber das ist das typische Spätherbstwetter und ja, wir haben schon Schnee ist unterwegs. Also ordentlich unsere Teleskope abdecken, bevor sie eine Haube kriegen. Das wollen wir natürlich nicht. Und Wasser eindringen, schnell mal eine Regenrinne anbauen vielleicht noch. Aber wie gesagt, wir haben so durchwachsene Wetterwolkenstrukturen. Und hier und da gibt es aber doch noch die Möglichkeit, den Blick in den Sternenhimmel zu riskieren. Ja, eine tolle Sache kündigt sich bereits an, denn morgen ist nicht nur Nikolaus, sondern morgen haben wir auch einen, dürfen wir einen neuen Meteorenstrom, ein neues Gut, also den monatlichen Meteorenstrom der Geminiden, der Geminiden grüßen. Dieser Meteorenstrom ist ja im Dezember, also Ende Herbst sozusagen aktiv und ist einer der prächtigsten, aktivsten Meteorenströme, die wir so überhaupt haben. Bis zu 120 Meteore pro Stunde. Das macht ja nach Adam Riesel macht das dann also 2 Meteore pro Minute. Das ist im Schnitt also richtig schon, ist schon was zu sehen. Also man kann auch aus Jux und Dollerei meine Kamera aufstellen und es mir mitlaufen lassen. Die ein oder andere Geminide wird man bestimmt ablichten können. Aber natürlich auch visuell, das ist natürlich wahrscheinlich auch eine tolle Sache.
Wenn man den guten, wenn man jetzt zu den wenigen Glücklichen gehört, die in Deutschland keinen verhangenen Himmel haben. Ja, ich muss hier nochmal schauen, ob ich nicht wieder ein paar Leute von euch übersehe. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja, okay. Bin jetzt da. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt habe ich euch auch wieder. Euch im Blick natürlich nicht, aber wenn ihr euch rührt, dann kann ich mich jetzt auch rühren. Ja, okay. Wir können gleich dann mal umschalten auf die Himmelsansicht bzw. auf dieses Albireo-Programm und da erstmal einen Blick werfen auf die ja, Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond. Ja, und zwar haben wir jetzt Sonnenaufgang 8:17 Uhr in Norddeutschland, Nähe von Lübeck. Sonnenuntergang ist 15:59 Uhr. Wir nähern uns dem absoluten Minimum des Sonnenuntergangs. Mondaufgang ist schön abnehmend mittlerweile, also erst 20:45 Uhr. Also wenn klarer Himmel ist, haben wir also zwischen 17 Uhr und ja, Viertel vor 9 tatsächlich noch ausreichend Zeit, auch einen dunklen Nachthimmel auszunutzen, bevor dann der Mond aufgeht. Aber der Mond wird auch von Tag zu Tag schwächer, weil er quasi immer weniger von seiner östlichen Hälfte beleuchtet hat. Er nähert sich quasi langsam wieder der Sonne an oder er läuft ihr langsam entgegen. Ja, der Untergang des Mondes ist die 12:35 Uhr gewesen. Das wird morgen etwas später. Ja, okay. Ja, das soweit zu den heutigen Daten erstmal. Der absolute Minimumspunkt, was den Sonnenuntergang betrifft, ist, soweit ich weiß, 15:56 Uhr, also am 21. Dezember. Wir nähern uns also schon ri mit Riesenschritten der Wintersonnenwende, wobei dann die Sonne im Sternbild Schütze angekommen ist. Ja. Okay, wir gucken uns nochmal jetzt die Meteorenströme an, weil ja die Geminiden sich jetzt ankündigen. Ab morgen können wir schon bereits mit erhöhter Aktivität rechnen. Hier haben wir sie stehen, die Geminiden, ja, mit 120 Meteoren pro Stunde. Ja, das sind etwas langsamere Gesellen hier, 35 Kilometer pro Sekunde ist natürlich auch schon affenartig schnell, aber im Gegensatz zu den anderen, die wir hier noch in der Liste haben, wie die Sigma-Hydriden oder die Coma-Berenicin, also die im Haar der Berenike ihr Unwesen treiben, die sind schon wesentlich schneller unterwegs, mit 60 bzw. 65 Kilometer pro Sekunde. Nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Ja, aber als das, was so aus dem All kommt, das hat natürlich heftige Relativgeschwindigkeiten zu unserer Erde. Ne? Da kann man nur froh sein, dass das nur so kleine Brocken sind und keine tonnenschweren oder kilometergroßen Objekte. Ne? Das haben wir ja bei den Dinosauriern gehabt. Das war's dann mit denen. Ja, okay. Hoffen wir mal, dass das Armageddon noch nicht eintritt und wir von so einem großen Meteoren oder Asteroiden, besser gesagt, ja, verschont werden. Ne? Ja, es gibt auch eine interessante Bezeichnung, wie man Meteoroide nennt. Also Meteoroide mit DE, Meteoroide, das sind damit werden Himmelskörper bezeichnet, die recht klein sind, winzig, also so Staubkorn groß oder irgendwie Murmel groß vielleicht oder sowas. Und die sich außerhalb der Erde befinden, also quasi so innerhalb des Staubmantels sozusagen sich darum da ihr Unwesen treiben, also noch im Weltraum. Und erst dann, wenn sie quasi durch die Erdoberfläche es durchschaffen und auf die Erde aufschlagen, knallen sie ja natürlich dann sozusagen als verkohlter Brocken auf, schlagen sie verkohlter Brocken auf. Die meisten schaffen es natürlich nicht, weil sie in der Erdatmosphäre verglühen. Aber die Teile, die man quasi dann aufsammeln kann, es gibt ja tatsächlich so eine
größeren Objekte, des Schaffens durch die Erdatmosphäre. Und die nennt man dann Meteorite, also mit TE hinten. Also das ist quasi so wie so eine Gesteinsart, ne? Es gibt ja so Granite zum Beispiel oder eben auch Meteorite. Da bezeichnet man quasi bestimmte Gesteinsarten, die auf der Erdoberfläche liegen. Wären Meteoroide oder Asteroide oder sowas. Das sind eben Objekte, die außerhalb der Erdatmosphäre, also im Weltraum, in unserem Sonnensystem noch rumfliegen. Das ist so der kleine Unterschied, ne? Also es gibt ja so eine gewisse Staffelung, so, ne? So Meteoroide, dann kommen die Asteroiden und dann die Kometenkerne und so weiter. Kometoide? Gibt es das? Ich gar nicht. Ne? Ja, okay, also das nochmal kurz als kleine Abstecher. Ja, auf jeden Fall ab dem 6. Also zum Nikolaustag, zum 6. geht es los mit den Geminiden. Da kann man auch nochmal doppelt draufklicken und man erkennt, ach so, ja, ich muss es hier reinschieben. Man erkennt hier erstmal das Maximum der Geminiden ist so fällt so auf den 13.12. Also es dauert dann quasi noch eine Woche, die bauen sich immer weiter auf, bis sie dann ja, am 13.12. ihr Maximum erreicht haben, wobei man dann 120 Meteore pro Stunde teilweise auch noch ein größeres Feuerwerk erwarten kann. Ja, Geschwindigkeiten haben wir eben schon gesagt, das sind 35 Kilometer pro Sekunde. Und ja, die Beobachtungszeit, ja, man kann also eigentlich die Geminiden die ganze Zeit über, die ganze Nacht über beobachten. Hier steht eben von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also da hat man schon schön was zu machen. Ja, wie fotografiert man eigentlich Sternschnuppen? Das ist eine oft gestellte Frage. Und die ist eigentlich mit normalem Equipment das ist eigentlich so mit normalem Equipment zu wuppen. Was man haben muss, um so Sternschnuppen zu fotografieren, ist natürlich, man kann natürlich nicht auf einen Punkt gucken und dann warten, bis sie kommt und dann schnell abdrücken. Das wird nicht funktionieren, weil die sind ja, wie gesagt, eine halbe Sekunde sind die sichtbar, das zischt einmal kurz. Und dann ist das Ding auch schon wieder verschwunden. Und dann kommt es auf der anderen Seite, kommt dann der nächste und so weiter. Und ja, da wird man wahrscheinlich wenig Chancen haben, so eine Meteoriten oder Meteoriten, die glühenden Meteoroiden, die Geminiden zum Beispiel, zu fotografieren. Das wird nicht funktionieren. Da muss man quasi immer man muss sowas wie eine Fotofalle aufbauen, um Sternschnuppen zu fotografieren. Und zwar sind Sternschnuppen ja auch durchaus noch relativ schwach. Es gibt starke Boliden sozusagen, die sind sehr hell am Himmel und also auch unfassbar hell und können auch ganz nur mit ganz normaler Beobachtungstechnik dann abgelichtet werden. Aber die meisten von solchen Meteoriten oder Sternschnuppen sind doch relativ dunkel und trübe. Und in diesem Fall ist es natürlich, könnte man sie mit so einem Normalfotoapparat eigentlich nicht unbedingt sehen auf dem Bild, weil sie eben zu dunkel sind. Also was man braucht, ist ein Fotoapparat, wo man die Belichtungszeit einstellen kann, manuell modifizieren kann. Wenn man zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera hat, dann ist das schon mal eine tolle Voraussetzung. Ihr braucht für das Fotografieren von Sternschnuppen eigentlich auch kein großes, teures Zoom-Objektiv, weil der Trick dieser Fotofalle besteht darin, dass man ein größeres Himmelsareal abdeckt. Also in diesem Falle die Geminiden, die tauchen im Sternbild Zwilling auf. Das heißt, wenn man also eine Brennweite, also eine geringere Brennweite hat, wo man das komplette Sternbild der Zwillinge drinne hat, da ist man, glaube ich, schon bei, lass mich jetzt nicht lügen, irgendwie 30 mm vielleicht, aber fast so ein Standardobjektiv, was immer automatisch mitgeliefert wird. Da braucht man also sich auch nichts zu besorgen. Und was man natürlich auf jeden Fall noch haben sollte, ist ein Stativ. Und etwas, mit dem man die Auslösung fernsteuern kann. Und zwar eine etwas schlauere Fernsteuerung der Auslösung.
Also ihr braucht ein Stativ, ihr braucht eine Fernsteuerungsauslösung, entweder so ein, was man direkt an die Kamera anschließen soll, vom Fotoladen, kann man sich kaufen. Die müsste ein bisschen programmierbar sein. Oder ein Computer mit einem USB-Kabel. Und da muss eine Software drauf, die dazu imstande ist, die Kamera vom Computer aus zu bedienen, also auch die Belichtungszeiten einzustellen oder eine Belichtungsserie abzuschießen. Ne? Das hat man entweder die Wahl. Entweder so einen kleinen Adapter, also so ein kleines Gerät, was man direkt am Fotoapparat reinsteckt, oder über ein USB-Kabel und einen Rechner und eine Software. Stativ, diese Sachen und ein kleines Objektiv, ein Standardobjektiv würde ich erstmal sagen, mit einer geringen Brennweite. Und wenn, ja, und natürlich in die richtige Richtung gucken. Und vorher müsstet ihr wirklich auch darauf achten, dass das Himmelsareal, wo man die Sternschnuppen fotografieren möchte, dass man das schon so eingestellt hat, dass es ja schon richtig fokussiert ist. Also Sternschnuppen, es können durchaus sehr schwache Striche darstellen am Himmel, und man muss vorher schon richtig, also den Fokus der Kamera eingestellt haben, sonst hat man eine schlechte Chance. Also das ist ein bisschen Vorarbeit offenbar erforderlich, ne? Um diese Sternschnuppen zu fotografieren. Aus Hüfte, das sieht überhaupt gar nicht. Man muss wirklich einen ruhigen Platz haben oder ein Stativ, wo man die Kamera entsprechend schön einrichten, einstellen kann, ausrichten kann auf das Sternbild der Zwillinge. Und man muss natürlich auch mal dabei stehen, weil das Sternbild wandert ja auch. Das geht relativ weit im Nordosten, geht es auf und führt dann so einen riesen Bogen über den Himmel rüber. Also geht über den Zenit rüber, und dann im Nordwesten, da geht es nachher wieder unter. Das ist ja rein zufällig genau das Sternbild, wo die Sonne im Sommer steht, im Hochsommer steht. Ja, die steht ja bei uns auch senkrecht quasi über den Himmel, macht einen riesen Bogen, und dieses Sternbild Zwillinge macht eben auch einen riesen Bogen. Ja, ganz im Gegensatz zum Sternbild Schütze, das nur einen Hüpfe über den Südhorizont macht, machen die Zwillinge einen riesen Bogen über das Himmelsfirmament. Und das bedeutet, man muss ständig quasi über mehrere Stunden sozusagen dieses Sternbild anvisieren. Das heißt, dass man muss die Kamera auch ständig nachführen. Es hängt immer von der Belichtungszeit ab, ob man quasi das manuell machen kann oder nicht. Wenn man nur eine normale Fotoausrüstung hat, ohne jetzt so eine Nachführung oder sowas, die kostet nämlich richtig Geld, kann man natürlich auch dabei stehen, und dann man nimmt das Sternbild Zwillinge sozusagen dann in den Sichtbereich der Kamera, und dann muss man allerdings mal aufpassen, wenn sich das Sternbild wieder ein bisschen weiter erhoben hat, zum Beispiel Richtung Zenit strebt, dann muss man die Kamera natürlich wieder ein bisschen nachstellen. Und das darf man natürlich nur dann machen, wenn die Kamera gerade nicht fotografiert. Sonst hat man natürlich ein total verwackeltes Bild. Und das ist der andere Punkt, fotografieren. Die Lichtspuren können durchaus etwas schwächerer Natur sein. Man möchte die natürlich aber ja auch gerne mit fotografieren. Das bedeutet, die Belichtungszeit müsste also auch schon etwas höher eingestellt werden. Ich spreche jetzt hier nicht von mehreren Minuten Belichtungszeit pro Bild, sondern so, ich schätze mal so, ja, wer vielleicht andere Erfahrungen hat, der kann es ja im Chat ja sagen. Aber ich schätze mal, es sind so um die 4, 5 Sekunden Belichtungszeit. Manche Leute machen auch 10 Sekunden. Das hängt immer davon ab. Das hängt immer davon ab, wie dunkel der Himmel ist, na klar, ob wir ein starkes Maß an Lichtverschmutzung haben. Und es hängt aber auch ab von der Brennweite. Wenn wir eine geringe Brennweite haben, und wir können ein großes Himmelsareal ablichten, dann bewegen sich die Sterne durch die Ost-West-Drift natürlich relativ langsam dadurch, als wenn wir stark vergrößern. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen in den letzten Malen, dass große Vergrößerung gleich fliegende Sterne bedeutet, ja. Aber wenn wir quasi eine kleine Brennweite haben, für den Fotoapparat, dann haben wir quasi ein schön großes Sichtfeld, und die Sterne sind fast nicht fix, aber sie bewegen sich sehr langsam nur von Ost nach West. Und da kann man dann auch schon, wenn man so 3, 4, 5 Sekunden belichtet, denke ich mal, kriegt man die Hintergrundsterne auch noch einigermaßen rund hin. Ja,
Die Leute natürlich, die eine Nachführung haben, so eine Polarie oder was weiß ich, die können sich natürlich glücklich schätzen, weil da kann man die Kamera sozusagen aufbauen und die läuft die ganze Zeit dem Sternbild hinterher. Und da braucht man dann gar nichts mehr machen. Da kann man dann wieder reingehen, Tee trinken oder sowas und dann wieder raus und das wieder abbauen. Das war's dann schon. Ja, sonst, ja, ist da eigentlich dann nichts mehr zu beachten. Also wenn man schon schön einfokussierte Kamera hat, in das Himmelsareal stellt und dann, ach so, ja, wegen der programmierbaren Technik jetzt kommt das dann nämlich. Wie gesagt, man stellt müsste die Belichtungszeit so auf 4, 5 Sekunden einstellen. 30 mm, 40 mm Brennweite anvisieren, so mit dem Objektiv. Und was wollte ich jetzt sagen? Was ganz wichtig ist, wenn man jetzt die Geminiden sozusagen fotografieren will, dann wartet man natürlich, bis da was passiert. Und dann aber die Kamera muss natürlich dann sofort das auch sofort fotografieren. Man darf da keine längeren Totzeiten dazwischen haben. Also man muss quasi mit dem Auslöser, den man an die Kamera angehängt hat, da muss man was programmieren. Und zwar muss man dort eine Serienauslösung programmieren. Und zwar, dass man zum Beispiel sagt, mach mir insgesamt irgendwie 100 Bilder oder 200 Bilder, wie viel auch immer. Und dann belichte jedes Bild 5, 6, 7 Sekunden, jedes einzelne Bild. Warte dann ungefähr, das kommt darauf an, wie schnell die Kamera die Bildinformationen verarbeitet. Warte ungefähr hier 3, 4 Sekunden und dann fertige das nächste Bild an. Dann auch wieder 4, 5, 6 Sekunden belichten, je nachdem, was man dort fest eingestellt hat. Also so programmiert man quasi dann eine Serienaufnahme. Man muss quasi aber die Wartezeit könnte man auch etwas länger gestalten, zum Beispiel 6, 7 Sekunden auch, weil man dann eventuell noch schnell Zeit hat, wenn die Zwillinge, bla bla bla, wenn die Zwillinge, das Sternbild der Zwillinge rauswandert, dass man dann quasi innerhalb dieser Zeit, wo die Kamera noch nicht belichtet, die schnell noch mal weiterrücken kann, ja? Und dann loslassen kann, damit sie sich ein bisschen wieder auspendelt. Und dann wieder normal weiter belichten. Was ihr nicht machen solltet, ist das manuell auslösen. Geht auch, ginge auch. Ja, es ginge auch, aber ihr müsst dann eine Auslöseverzögerung einbauen, ne? Dass man quasi einen Pieper hat, der erst nach 2 Sekunden auslöst oder sowas. Dann hat man sichergestellt, dass durch das Drücken auf dem Auslöser das Wackeln der Kamera aufgehört hat. Und dann kann sie ihr Bild machen. Ja? Also man kann das theoretisch auch ganz manuell machen, ohne große Technik. Das ginge tatsächlich auch, ja. Das ginge auch. Also wenn man quasi daneben steht und dann über eine Auslöseverzögerung dann immer auslöst. Und dann hat man es natürlich selbst in der Hand, wie lange man zwischen den einzelnen Auslösungen wartet. Und kann die Kamera dann auch wieder ein bisschen nachjustieren, wenn die Zwillinge wieder ein bisschen aus dem Blickfeld rausgewandert sind. Das könnte man auch manuell machen. Aber das ist tatsächlich so. Also man braucht, um Sternschnuppen zu fotografieren, also keine Spezialausrüstung, kein Fernrohr, gar nichts, sondern eben nur eine Kamera, wo man die Belichtungszeit einstellen kann, wo man eine Auslöseverzögerung einstellen kann, wenn man es ganz manuell macht, und ein Stativ. Und ein kleines Objektiv, nicht zu groß, mit nicht zu großer Brennweite. Und dann müsste das eigentlich ganz schnell funktionieren. Dann ist man bei den Geminiden gut davor. Ich sage das nämlich jetzt heute schon, weil man natürlich, wenn ich mit diesem Tipp erst komme, oder mit der Erklärung, wie man das macht, erst kommt, wenn die Geminiden schon fast vorbei sind, dann bringt das natürlich auch nichts mehr. Ja, also das ist sozusagen die Möglichkeit, wie man jetzt Sternschnuppen fotografieren kann. Ja, und ja, ihr müsst bloß eine Kamera haben, wo man die Belichtungszeit ein bisschen einstellen kann. Das ist sogar auch möglich bei einigen, müsste sogar bei einigen vernünftigen hier Kompaktkameras auch funktionieren. Aber da müsst ihr dann bei euch ein bisschen reingucken in das Bedienungshandbuch, und da müsste es dann eigentlich auch drinne stehen. Es sei denn, ihr habt das weggeschmissen, das finde ich schlecht. Ja, okay. Ja. So weit, so schlecht zu den Geminiden und anderen Sternschnuppen. Ja.
Wenn ihr, müsst ihr mir vielleicht mal einen Link zu den Bildern schicken, die ihr gemacht habt, wenn ihr Sternschnuppen fotografiert habt. Ja, das ist, die sehen auch wirklich, die sehen auch ganz anders aus. Also man hat ja neben den Sternen noch andere punktförmige Objekte am Himmel, die sich schnell bewegen in der Nacht, die man auch sieht. Das sind ja nicht nur Sternschnuppen, sondern das sind Satelliten und Flugzeuge natürlich. Ja? Und das ist interessant, mal sozusagen diese Unterschiede herauszuarbeiten, wie eine sozusagen bei einer längeren Belichtung von ein paar Sekunden eine Spur eines Flugzeugs aussieht, die eines Satelliten und die einer Sternschnuppe. Das ist ganz interessant. Ja gut, ich meine, zwischen Flugzeug und Sternschnuppen und Satelliten ist schon mal klar, also da gibt es keine Positionslichter. Ne? Eine Sternschnuppe hat keine Positionslichter. Wenn man da quasi so in regelmäßigen Abständen sowas Rotes sieht neben der Spur, dann wird das wohl keine Sternschnuppe gewesen sein. Ja. Das müsste man sich mal an Bildern nochmal, das müsste man an Bildern nochmal vergleichen. Das wäre mal eine interessante Sache fürs nächste, für das nächste Mal. Ne? Ja, das ist wie gesagt, das sind die Sternschnuppensaison. Es gibt relativ wenige sehr, sehr ausgeprägte Sternschnuppenströme oder Meteorenströme und die Geminiden gehören dazu. Das ist quasi ein Highlight für den gesamten Dezember. Ja, okay. Wir gucken uns mal weiter an, was wir am Sternenhimmel sonst noch finden. Ich muss mal erstmal hier wegklicken, sonst werde ich hier ganz nervös. Jo, okay, hier waren wir eben schon. Sonnensystem, nee, Sonnensystem brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt den Sternenhimmel. Ja, die Leute, die jetzt einen klaren Himmel haben, können sich glücklich schätzen, denn über ihn läuft die. Läuft nun. Läuft die Milchstraße über den, ne, das ist hier von, die läuft hier von Südost nach Nordwest quer über den Abend, über den bereits schon dunklen Abendhimmel. Ne? Direkt im Zenit. Direkt im Zenit gibt es die Sternbilder, oder dem Zenit sich nähern, besser gesagt, ist das Sternbild Perseus. Und was wir jetzt direkt im Zenit haben, wenn ihr jetzt direkt hochguckt über euch, ja, und es ist dunkel draußen, dann werdet ihr dort zwei verwaschene Lichtfleckchen sehen. Das ist ein hochinteressantes Objekt, was gerade über den Köpfen schwebt. Direkt im Zenit, direkt über uns, jetzt gerade. Ich kann hier nochmal die offenen Sternhaufen anzeigen, angeben. Hier, genau. Also hier ist der Zenitpunkt und hier dann direkt daneben, ne, also in Genickstarren höher über dem Himmel, ja, dort gibt es Ha und Chi Persei. Jetzt gerade. Also es ist ein Doppelsternhaufen in der Milchstraße zwischen Cassiopeia und dem Sternbild Perseus. Mach das mal auf, genau. Und der sieht ungefähr so aus. Der sieht nicht ungefähr so aus, sondern so sieht er aus. Ja. Relativ weit entfernt, na, fast 8000 Lichtjahre. Und aber er ist trotzdem sozusagen locker mit bloßem Auge zu sehen, wenn es dunkel genug ist und der Mond ist ja noch nicht aufgegangen. Oder ist das schon? Nee, ist schon aufgegangen, der Viertel vor neun, ne, war das? Na, hier genau, ist schon aufgegangen, haben wir eben gesehen. Der ist schon aufgegangen, aber der Doppelsternhaufen sollte auch so noch gut zu sehen sein. Der Mond ist ja noch nicht so steil am Himmel. Und ja, das sind so wie zwei Diamantkästen, geöffnete Diamantkästen sieht das Ding aus. Ein sehr imposanter Doppelsternhaufen. Ist es der einzige Doppelsternhaufen, der sichtbar ist am Himmel? Das ist wieder so eine Frage. Die kann ich mir selbst erstmal ad hoc nicht beantworten. Es müsste eigentlich, ich kenne eigentlich sonst ein Doppel, die Plejaden sind einzeln, Hyaden kann man auch mit bloßem Auge sehen. Ha und Chi kann man mit bloßem Auge sehen. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich auch der einzige Doppelsternhaufen, den wir am Himmel so sehen können. Natürlich, mit einem Teleskop nicht zu großer Brennweite oder mit einem Fernglas ist der natürlich, kommt er sofort raus. Da kommt er richtig entgegengesprungen. Ein faszinierendes Objekt mitten in der Milchstraße gelegen.
Für Leute, die auch gerade mit so Astrofotografie vielleicht anfangen, ist das auch lohnenswert. Der Vorteil ist hier bei diesem Sternhaufen, das sind ja also punktförmige Objekte mehr oder weniger. Und wir haben hier dort keine diffusen Nebelstrukturen drin, sondern das sind wirklich alles Einzelsterne. Und da kann man eigentlich schon gut anfangen zu fotografieren, auch mit etwas geringeren Belichtungszeiten vielleicht. Ja, der Anfänger ist ja quasi, der fotografiert ja nicht mit irgendwie gleich 10 Minuten Dauerbelichtung mit Autoguiding und so ganzen Krempel, sondern wenn man mit der Astrofotografie anfängt, so habe ich das zum Beispiel gemacht, dann habe ich habe gar keinen, ich habe nur das Teleskop aufgestellt, das hat da so eine Nachführung gehabt, eine motorisierte Nachführung gehabt. Und das Objekt sozusagen dann dort fotografiert. Ein Fotoapparat in den Okularauszug reingesteckt, eine Spiegelreflexkamera. Ganz ohne Filter noch und so weiter und gar nichts, ganz nackt sozusagen. Allerdings ohne Objektiv, sondern nur quasi den Body der Kamera so dort arretiert. Und das nennen wir, glaube ich, Afokal. Ja. Und ja, dann kann man damit loslegen. Man braucht quasi hier, man kann dort auch mit relativ geringen Belichtungszeiten arbeiten. Das ist immer so, wenn man Astrofotografie macht und man hat so eine Kamera, man hat quasi nur das Teleskop und keine weitere technische Ausstattung dazu, also keine weitere Präzisionsausstattung. Dann ist es ja so, wenn man das direkt so macht, dass die Abweichung, die es gibt, bei dem Aufstellen bei der Einordnung des Teleskops. Ja, ich habe es ja hab's gestern genannt. Genau, gestern war ja dieser Teleskop für Anfänger wieder, wo wir auch kurz über die parallaktische Montierung gesprochen haben. Und wenn man mit der Astrofotografie anfängt, macht man das ja generell so, dass man ein Teleskop hat mit der parallaktischen Montierung, die eingenordet sein muss, wo also quasi die Stundenachse direkt auf den Himmelspol zeigen muss. Und dieser Einordnungsprozess, den kriegt man relativ gut hin, aber nicht hundertprozentig genau. Da sind immer ständig irgendwelche Fehler drin. Das ist nicht ganz vage ausgerichtet oder man hat das leicht verstellt oder man hat das irgendwie nicht präzise, hundertprozentig sozusagen auf dem Pol. Das bedeutet, wenn man jetzt mit einer höheren Brennweite, also richtig mit der Brennweite arbeitet, die das Teleskop hat, zum Beispiel, wenn man so ein einfaches Teleskop vielleicht haben, so 750 mm Brennweite, dann dauert es nicht lange und wenn man dort eine Dauerbelichtung macht, dann werden die Sterne irgendwann zu Strichen. Ja, es gibt natürlich Spezialisten, das ist jetzt natürlich auch noch eine Sache, die können das tatsächlich sehr genau einstellen, dieses Einordnen haben sie auch, da gibt es auch gewisse Hilfen noch dabei. Und auch da muss aber auch das Getriebe, das Schneckengetriebe sehr gut funktionieren und auch keine Fehler aufweisen oder auch keine systematischen Fehler aufweisen. So, der Schneckenfehler zum Beispiel. Ja. Und die kriegen das dann hin, auch mit längerer Zeit belichten. Aber jemand, der mit Astrofotografie anfängt, der belichtet höchstens bei der Brennweite von 750 mm zum Beispiel höchstens nur eine halbe Minute, eine Dreiviertelminute vielleicht pro Bild. Ne? Und das ist dann so, man kriegt dort dann ein leichtes Problem, wenn man einen ganz, ganz zarten Nebel hat, eine Nebelstruktur abbilden möchte, da muss man schon ordentlich Bilder raushauen, sozusagen. Ne? Aber hier bei diesem Sternhaufen, bei Ha und Chi Persei, da haben wir wirklich punktförmige Objekte, nadelfeine Objekte drinne. Und da braucht man, um diese Objekte herauszuarbeiten, gar nicht viel an Belichtungszeit. Da reicht wirklich eine Dreiviertelminute aus. Und guten Tag. Da reicht wirklich eine Dreiviertelminute aus und schon hat man dann den Sternhaufen abgelichtet. Und wenn man dann noch ein bisschen stackt, ein paar Aufnahmen so mehr macht, die Belichtungszeit ein bisschen hoch dreht und das Rauschen sozusagen oder das Signal-Rauschverhältnis dadurch auch ein bisschen verbessert, wenn man die Bilder dann nachher stackt, dann kriegt man als Anfänger auch schon ein tolles Erlebnis, also ein richtig schönes Erfolgserlebnis. Da ist dieser Sternhaufen wie geschaffen für. Ja, das ist Ha und Chi Persei zwischen der Kassiopeia und dem Sternbild Perseus. Jetzt direkt in höchster Höhe sozusagen, direkt über unseren Köpfen schwebend. Ja, liegt mitten in der Milchstraße.
Der Bereich hier zwischen Perseus und Fuhrmann, so die Ecke, der Perseus und Fuhrmann, das ist eine ganz spezielle Richtung, in die man da schaut. Wisst ihr das vielleicht, welche Richtung das ist? Wenn man jetzt quasi das zur Milchstraße bezieht. Ich gehe hier nochmal, ich mache mir die Sternhaufen nochmal weg. Habe ich das hier noch nicht eingezeichnet? Muss ich mal gucken. Nee, das steht hier gar nicht. Das steht hier gar nicht drauf. Ja. Wenn wir quasi in diese Richtung gucken, so Richtung Fuhrmann, so in diese Richtung oder in diese Richtung, dann gucken wir nicht in das Zentrum der Milchstraße. Also wir sind ja quasi auf so einem äußeren Ast der Milchstraße, drei Viertel quasi entfernt vom Maximum, vom Zentrum. Und im Sommer gucken wir dann quasi, wenn wir die Milchstraße sehen, in Richtung der Stermelschützen zum Beispiel, genau ins Zentrum der Milchstraße. Und im Winter ist es so, da haben wir quasi einmal uns um 180 Grad gedreht und gucken dann quasi in die Richtung, die quasi gegenüber vom Zentrum direkt liegt. Das sogenannte Antizentrum. Also wir gucken quasi hier auf die Kante nach außen in die Milchstraße. Wir gucken nicht irgendwie in die Milchstraßenebene rein, sondern wir gucken quasi in die Richtung der Milchstraße, wo es zum kürzesten Weg rausgeht. Ja, das Antizentrum. Das ist quasi ja hier vorne. Deswegen ist hier auch der Milchstraßenverlauf etwas dunkler. Ja, der hat ja quasi seinen dunklen Bereich. Da ist das sogenannte Antizentrum der Milchstraße. Ja, hier nochmal, wir gehen gleich mal auf die Ostansicht, was unser Osthorizont zeigt. Da sind nämlich schon die Wintersternbilder im Anmarsch. Und da wollte ich euch nochmal dann das Sternbild der Zwillinge zeigen. Das habt ihr quasi hier. Da ist der Mond übrigens. Ja, der geht gerade über den Horizont hoch in sichtbarer Höhe. Ihr wandert. Und oberhalb des Mondes befinden sich jetzt hier diese beiden Sterne, Castor und Pollux. Castor ist etwas heller und Pollux ist etwas rötlicher. Und das sind die beiden Hauptsterne von den Zwillingen. Und hier in der Nähe, hier in dem Bereich ungefähr, gibt es den sogenannten scheinbaren Ausstrahlungspunkt der Geminiden. Also hier muss man schauen. Aus diesem Bereich hier, wenn man sich quasi mit dem Fotoapparat einschießen möchte, ja, ist das quasi der interessante Bereich. So, ab 21 Uhr kann man hier reinschauen und dann warten und ja, gucken, was passiert. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, vielleicht noch, wenn ihr das also nicht komplett alles manuell macht, also mit draufdrücken, 2 Sekunden Belichtungszeit und dann 6, 7 Sekunden lang belichten und so weiter und dann nochmal draufdrücken, bis das nächste Bild kommt, sondern wenn ihr es programmiert, dann müsstet ihr wirklich eine Serie fotografieren von Bildern, die ihr dann macht. Und dann müsst ihr gucken auf jedem Bild irgendwann, ob ihr rein zufälligerweise innerhalb dieser 6, 7 Sekunden Belichtungszeit dort einen Meteoriten drauf habt, eine Meteoritenspur drauf habt. Und dann kann man natürlich da rangehen und alle Bilder, die man dann von wo ein also so eine Sternstuppenspur drauf ist, auf dem von dem Sternbild hier Zwillinge, ja, wo so eine Geminidenspur drauf ist, die kann man dann alle stacken, übereinander legen. Ja, und dann sieht man quasi so auch die Ursprungsrichtung, die scheinbare Ausstrahlungsrichtung, aus welchem Punkt quasi das herausströmt. Ja, das ist eine faszinierende Sache. Das ist eine wirklich faszinierende Sache. Es ist natürlich so, es ist tatsächlich so, diese Sternstoppen strömen aus einem bestimmten Punkt des Sternbildes heraus, aus einem bestimmten Bereich. Aber es ist natürlich nicht so, dass die Sterne aus diesem Sternbild kommen. Das Sternbild steht im Hintergrund und hat eigentlich nichts mit unserem Sonnensystem zu tun, wo die Meteoriten rumkreisen, ne? Um die Erde herum. Aber es ist eben so, dass quasi zu einer bestimmten Jahreszeit und einer bestimmten Stellung sozusagen der Rotationsachse der Erde die Erde in einem bestimmten Trümmerfeld eintaucht auf ihrem Weg um die Sonne.
Und das und wenn dieses Trümmerfeld anfängt, dann muss die Erde auch einen bestimmten sozusagen Winkel dann drin darin stehen, also wenn sie einmal um 24 Stunden um sich herum rotiert. Und genau dann sozusagen sieht man quasi dann diese Meteoride, die Sternschnuppen. Und wenn man jetzt das verlängert, die Sicht, dann sieht man dahinter natürlich das entsprechende Sternbild. Ja. So ist das zu verstehen. Also in Wirklichkeit kommen die natürlich nicht aus dem Sternbild. Das ist mal wieder so ein rein perspektivischer Effekt. Deswegen nennt man das auch scheinbarer Ausstrahlungspunkt, um das nochmal ganz klarzustellen. Ne? Das ist also, dass die nicht wirklich daherkommen, sondern es ist nur scheinbar von der Perspektive, kommen sie, es liegt gerade das Sternbild hinter diesem Bereich. Ne? So ein Effekt, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist im Schneegestöber und man hat den Scheinwerfer eingestellt und die Schneeflocken, die kommen einem dann entgegen und das sieht ja auch so aus, als ob sie quasi aus einem Tunnel auf einen Zug kommen, sozusagen. Ne? So einen ähnlichen Effekt hat man hier bei diesen Sternschnuppen auch, während sich quasi die Erde quasi um die Sonne bewegt und in die Richtung schaut, trifft das Flackern, kommt die quasi auch einem entgegen, sozusagen. Ne? Und da steht gerade aber jetzt gerade in dem Zeitpunkt dann eben dieses Sternbild dahinter. Ja, okay. Ja, das würde ich mal sagen, ja, ist für heute erstmal wieder genug. Wenn ihr noch Anregungen habt oder euch ist was aufgefallen, ich habe Quatsch erzählt, kann natürlich auch sein. Oder ihr habt auch selbst Erfahrung gemacht mit dem Fotografieren von Sternschnuppen, dann ja, schickt mir doch mal ein paar Bilder oder sowas. Oder ja, und tut eure Erfahrung kund, wie eure Beobachtungstechniken vielleicht, wenn ihr ein spezielles sozusagen Setting habt. Oder einen bestimmten Prozess, den ihr dann durchläuft. So ein Workflow heißt das ja, ne? So ein Workflow für Sternschnuppenaufnahmen. Ja, also ich muss erstmal umschalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute wieder für eure geneigte Aufmerksamkeit. Heute habe ich mich mal wieder etwas kürzer gefasst, nicht so stundenlang hier rumschwafeln. Wie gesagt, bei Rückfragen könnt ihr jederzeit hier unten unter meinem Konto mich kontaktieren. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin treu bleibt und diesen Kanal weiter schaut oder ja, den weiterempfiehlt, vielleicht sogar das, ja, kann ja auch sein, ne? Guck mal, das ist ein Verrückter, der redet nur über Astronomie und gamet gar nicht. Vielleicht game ich auch noch mal. Das wäre ja auch nicht. Ja, okay. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt mal wieder und als ja, als Verabschiedungssequenz sozusagen zeige ich euch wieder bringe ich wieder diesen Durchlauf von den Sternenhimmel. Und dann könnt ihr nochmal die verschiedenen Sternbilder euch anschauen, die jetzt gerade zu dieser Zeit am Sternenhimmel zu sehen sind. Streaming Data wollen wir auch machen und er läuft auch fleißig durch. Wunderbar. Dann muss ich hier noch ein paar Kleinigkeiten. Bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, da. Jo, das ist richtig. Gut, wunderbar. Jo, okay. Also, na, ich verabschiede mich für heute mal wieder und wir sehen uns dann. Heute ist Samstag. Wir sehen uns dann Montag wieder um 20:30 Uhr auf dieser Welle. Also, viel Spaß, Clear Sky und Tschüssikowski.